ein Start. Wie es scheint, ist Galilei gut beschäftigt. Psst. Ich bin's. Ich bin hier drüben. Jimmy Siska. Ich hab mich getarnt. Ja, das sehe ich. Wunderschön, oder? Dieses Haus ist auf Lügen gebaut und es wird Zeit für eine Beichte. Mann, Open Wounds 3, das ist ein moderner Klassiker. Klassiker? Sorry, Mann, ich wusste nicht, dass du so ein Fan warst. Ja. Ja, das war ich. Ja, ich schätze, ich hab's verbockt, oder? Ist nicht das Einzige, was ich verbockt hab. Aber man kann immer wieder von vorne anfangen, so wie hier. Genau hier, in diesem Moment. Weißt du, Mann, vielleicht nicht genau hier, in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal reingehen kann. Ist schon gut. Sag mir, wonach ich suchen soll. Ich helfe dir. Gut. Gut, okay. Da ist ein Lift, mit dem du runter in den Keller kommst. Und im Keller, da ist ein Raum. In dem Raum, da sind alte sumerische Tafeln, angeblich von der Hand des Besuchers selbst geschrieben. Nein, Mann, ich mein's ernst. Und die meinen es todernst. Okay, Mann. Ich glaub dir, das ist perfekt. Okay. Hey, wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Bitte. Sollten wir jemanden nach Was dem jetzt? Weg fragen? Nein, lass mich einfach mal 5 Minuten in Ruhe, ja? Ich hab doch die Karte. Okay, Leute, ich schleiche mich gleich in New Dawns Tempel. Und Jimmy liefert uns eine nette Botschaft für unser Video. Kann losgehen, sobald du den Schatz hast. Vorsicht vor Schlangen. Da gibt's immer Schlangen. Das ist nicht die Art von Tempel Ranch. Da können trotzdem Schlangen sein. Ich pass ja auf. Hey! Der Typ hat dir nichts verloren! Den Ziel erschießen! Halten Sie online für eine Zielbeschreibung! Over! Auf der Zeck gesichtet! Benötigen weitere Einheiten! Okay, Leute, ich schleiche mich gleich in New Dawns Tempel. Und Jimmy liefert uns eine nette Botschaft für unser Video. Kann losgehen, sobald du den Schatz hast. Vorsicht vor Schlangen. Da gibt's immer Schlangen. Das ist nicht die Art von Tempel Ranch. Da
Können trotzdem Schlangen sein. Ich passe ja auf. Dort drüben ist doch was. Au! Das muss Jimmys Aufzug sein.
Ich habe den Geheimlift freigeschaltet. Hast du das gerade tatsächlich gesagt? Was? Stimmt doch. Willkommen auf Stufe 5 von New Dawn und Glückwunsch zu deinem spirituellen Aufstieg. Danke, hab mich schwer bemüht. Wir sehen hier New Dawns geheiligte Besitztümer. Die Grundlage ihrer kompletten Religion. Ganze Reihen von alten sumerischen Tafeln. Hier drin ist ziemlich viel irrer Scheiß, aber das ist was Besonderes. Warum sind die nicht im Museum? Ich meine, was gibt der Kirche das Recht, sie vor uns versteckt zu halten? Finden wir es raus. Oh, hier steht nicht berühren, aber hey, ich will sie echt anfassen. Nur ein bisschen, na los. So viel echte Geschichte. Ich meine, ich bin so froh, ein Teil von all dem zu... Nein! Die sind gefaked? Das ist alles Bullshit. Leute bekehren sich zu New Dawn, zahlen Millionen Dollar, bevor sie die hier sehen dürfen. Und das sind Fakes? So falsch wie alles, was diese Kirche verspricht. Jetzt geht's mir besser. Ab nach Hause. Kommt rein! Ich präsentiere New Dawn! Detzek wollte der New Dawn-Kirche auf den Grund gehen und hat Verbrechen und Korruption gefunden. Sie kaufen Unmengen an persönlichen Daten, um sie gegen ihre Gegner einzusetzen. Vielleicht gibt es von euch allen schon eine Akte. Wir übergeben alles, was wir gesammelt haben, an unsere üblichen Verteiler. Lest es, überprüft es. Ihr werdet zum gleichen Ergebnis kommen wie wir. New Dawn ist eine Verbrecherorganisation, die ihre Mitglieder einschüchtert, damit sie ihr Leben zerstören und ihr Erspartes an sie abtreten. Aber glaubt uns nicht blind, denn wir haben einen Gast. Hallo, ich bin Jimmy Siska. Ihr kennt mich vermutlich aus ein paar guten Filmen von vor der New Dawn-Gehirnwäsche und bevor ich ihren Befehlen gehorchen musste. Als Freunde von mir die Methoden der Kirche hinterfragten, verschwanden sie. Als ich danach fragte, wurde ich gegen meinen Willen entführt und eingesperrt. Die Polizei ermittelt bereits aufgrund meiner Aussagen. Und was steckt hinter dieser Kirche? Was ist hinter Tür 5? Ich lasse es meine Freunde von Detzek demonstrieren. Detzek bringt euch die Wahrheit. Macht, was ihr wollt. Kommt schon, Leute. Ihr solltet mir danken. Thank you.
Sitara. Ich bin neugierig wegen deiner Poster. Die sind gut, echt gut. Wie Kunst. Scheiße, Mann. Die sind Kunst. Ich weiß nicht, Mann. Mit Street Art kenne ich mich gar nicht aus. Dann musst du wohl mein Schüler sein. Ich schicke dir einen Treffpunkt. Wir sehen uns da, wenn du ihn hacken kannst. Wir müssen uns beeilen, mein Roboter ist weg. Mein Tag ist gerettet. Wo fangen wir an? Ich habe eine Spur, aber er verhält sich unberechenbar. Vielleicht will er mich blockieren. Was? Alles klar, finden wir ihn. Ich scanne nach seinem Übertragungssender. Damit können wir ihn aufspüren. Nummer 5 ist noch nie allein gewesen. Nummer 5? Sie haben einen guten Filmgeschmack. Nicht auseinandernehmen. Wer in der Robotik arbeitet, braucht einen Sinn für Klassiker. Sein echter Name ist NS245. Tidus? Tidus. Sie rum und ich suche ihn. Spielt er etwa mit uns? Ich sehe ihn nicht. Suchen wir weiter. Nummer 5 ist so programmiert, dass er wie unser Gehirn lernt. Ein biologisches Nervensystem? KI der nächsten Generation, nicht wahr? Hey, Sie wissen gut Bescheid. Oh, ich weiß gut Bescheid. Und warum fahren Sie dann Taxi? So. Fahren Sie um diese Zone. Verdammt! Er ist nicht hier. Fahren wir zum nächsten Punkt. Cool. Das bedeutet, Nummer 5 lebt echt? Er ist lernfähig, aber leider nein. Seine Programmierung ist zielorientiert. Möglicherweise ist sein Ziel also, sich die Stadt anzusehen. Ganz allein? Nummer 5, wo bist du? Fantastisch! Und er ist noch nicht den Los Locos beigetreten. Aus dem zweiten Teil zitieren wir nicht. Mein Fehler. Campus ist sowohl privater wie auch öffentlicher Bereich. Los Locos treten dir in den Arsch. Los Locos treten dir ins Gesicht. Los Locos treten dir in die Eier. Mann, das glaubst du nicht. Ich meine nur...
Markus, unser Follower-Netzwerk platzt aus allen Nähten. Du solltest stolz sein. Du hast das alles gestartet. Vorher war DadSec nur ein Haufen loser Ideen, aber du hast eine Bewegung daraus gemacht. Die Leute tragen deine Kunst, wiederholen deine Slogans. Du hast hier etwas losgetreten. Danke, Markus. Aber vergiss nicht, dass alles einem Ziel verpflichtet ist. Der Glamour interessiert mich nicht. Ich will, dass die Leute aufwachen, verdammt. Sie schlafen schon sehr lange, aber wir werden es schaffen. Yo, Wrench. Yo, M. Ach, scheiße, Mann. Ich hoffe, du hast die Quittung noch. Hey, yo. Sieh dir den Flachwichser an. Erzählen Sie uns von Home 2.0. Home-Systeme sind absolut sicher. Die Privatsphäre ist optimal geschützt. Kühne Worte, Steven. Könnten Hackergruppen das nicht als Herausforderung sehen? Ja, sprechen Sie es aus, Shirley. DadSec. Falls die was gegen uns vorhaben, sollen Sie es gern versuchen. Home 2.0 ist ein OS mit Zen. Yo, hat er uns beim Namen genannt? Yep. Er hält uns wohl für Amateure. Dem zeigen wir. Deshalb versuche ich ja 2.0 zu knacken. Es gibt nur ein winzig kleines Problem. Was? Hier, halt mal. Und geh zurück. So. Der Chip ist ein bisschen schwer auszubauen. Aber es bringt nichts, die Hardware der letzten Version zu verwenden, um das neue OS zu hacken. Wieso? Die haben die Ports geändert. Frei nach dem Kapitalistengesetz für geplante Obsoleszenz. Aber zum Glück hat mir ein Vögelchen gezwitschert, gibt's bei 2.0 einen farmfrischen Zero Day. Oh, so eine Schande aber auch. Jawohl. Deshalb wirst du, mein Freund, mir eine hübsche 2.0-Vorbestellerlieferung hijacken, bevor so ein dämlicher Whitehead Home verrät, wie sie uns Arsch ficken können. Du hast eine schräge Beziehung zur Technologie, das ist dir schon klar. Das meint er nicht so. Ein Hoch auf den Überwachungsstaat. Das ist wie Exhibitionismus. Aber man bezahlt Leute dafür, einen anzusehen. Machst du kleine Shows für die? Aber hallo. Billardshows. Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß eben, was ich kann. Und mit Billard meine ich Taschenbillard. Oh, ja, verstanden. Yo, willst du dem Magier zuschauen? Das Zusehen, während ich mein Ding mache. Du willst Magie? Dann schau mal besser mir bei der Arbeit zu. Ho, ho! Hatte Yoda Luke auf dem Rücken? Wohl eher nicht. Ich war immer eher der Lando-Typ. Millennium-Falke und Wolkenstadt. Und er hat den zweiten Todesstern vernichtet. Und er ist der Bart. Und er ist der Bart. Mir war Chewie immer am liebsten. Reißt Arme aus, beherrscht den Hydroschraubenschlüssel, mehr Haare als 80er-Porno. Ja, verstehe ich. Willst du einen sehen? Hab noch ein paar alte Kassetten. Nein, danke. Marcus Holloway, Geißel der Kirche. Komm schon. Marcus Holloway, Fluch der Tablet-Fakerei. Furchtbar. Marcus Holloway, Untergang der New Dawn. Der war gut. Nehmen wir den. Ich würde gern was auf den 3D-Drucker drucken, aber die anderen meinen, das klappt nicht.
Worum geht's? Ein Dildo oder eine Katze? Hab mich noch nicht entschieden. Zwischen Dildo und Katze? Die Leute wollen immer Knarren drucken, die nicht wie Knarren aussehen sollen. Warum dann nicht wie ein Dildo? Eine Katze oder ein Einhorn? Und dann... Bäm! Damit hat keiner gerechnet. Arbeite lieber noch ein wenig an der Entwicklung deiner Einhorn-Dildo-Knarre. Also bevor du dir um die Ästhetik Sorgen machst. Das Harz ist echt teuer. Da hast du recht. Marcus, wir gewinnen immer mehr Follower. Das wird eine Reaktion von Bloom geben. Unglaublich, dass die Leute die so mächtig werden lassen. Der ganze Science-Fiction-Kram, den wir als Kinder gelesen haben. Big Brother, Gedankenkontrolle, Pre-Crime. Das gibt es doch jetzt alles. Dank Bloom und ihrem CTOS. Diese Autoren sahen es vor Jahrzehnten voraus, doch niemand hörte auf sie. Alle lassen sie sich von diesen netten Unternehmensplattitüden und der makellosen Markenbildung blenden und erkennen das Ganze nicht als sozialen Trojaner. Es hilft auch nicht, dass CTOS die von ihnen versprochenen Funktionen erfüllt. Wir stellen uns gegen ein System, das den Menschen oberflächlich hilft, sie aber instrumentalisiert. Da kann man uns leicht als die Bösen darstellen. Eine Frage an dich. Wie viel Zugriff hat DedSec auf CTOS? In anderen Städten, als es noch CTOS 1.0 war, hatten wir viel. Aber leider waren wir zu sorglos. Wir haben den Zeitpunkt für eine große Aktion verpasst. Und 2.0, wir gehen als erste Gruppe dagegen vor. Daher hinken wir noch hinterher. Dieses Mal haben sie uns erwartet. Beim Gedanken, dass in irgendeinem Büro von Bloom auf einem Whiteboard DedSec steht, wird mir ganz anders. Wir machen weiter, dann benutzen die nächstes Mal vielleicht den roten Stift. Ich auch. Okay, ich bin beim Home-Verteilerzentrum. Super. Also sieh dich mal nach einem Computer um. Einer dieser alten Kisten. Home speichert die Terminpläne mit Nummernschild Zielort-Kombinationen wie eine Art schwachsinniger Halbanalphabet. Weiß schon, wer der ein Unternehmen wäre. Gut zu wissen.
Mal sehen, was ich tun kann. Eine Hackergruppe aus San Francisco hat die Glaubensgeheimnisse von New Dawn enthüllt. DedSec zeigte Material des New Dawn-Tempels und wies nach, dass die sogenannten antiken Artefakte einfach nur Fälschungen von angeblichen alten Schrifttafeln sind. Mitgliedern der Hackergruppe gelang es, das bewachte Gelände zu infiltrieren und offenzulegen, mit welchen Methoden die Organisation ihre Mitglieder kontrolliert, darunter Filmstar Jimmy Siska. New Dawn gab hierzu keine Stellungnahme ab. Wo bist du? Jawohl. Ich hab die Liste. Okay, super. Jetzt musst du nur noch rüber zum Verteilerzentrum und das Nummernschild von einem ihrer Trucks mit dem abgleichen, der nach Downtown unterwegs ist. Mann, das ist so analog. Ich hab die Liste. Okay, super. Jetzt musst du nur noch rüber zum Verteilerzentrum und das Nummernschild von einem ihrer Trucks mit dem abgleichen, der nach Downtown unterwegs ist. Mann, das ist so analog. Hab's dir gesagt, Tech-Hater. Ich hab den Truck. Tja, worauf wartest du? Schnapp und weg, mein Freund! Sam.
Ich habe die Lieferung und komme jetzt rein. Das Begrüßungskomitee steht bereit. Wow.
Hey, sag mir, dass irgendwas dabei ist. Nein, Müll! Müll! Oh, ho, ho! Tja, das ist die Ware. Aber ist die Ware gut? Könnte auch böse sein. Keine Ahnung. Wir reden hier über Home. Okay, also ich mach den kleinen Scheißer hier klar und du holst uns erstmal etwas Koffein. Moment, du willst, dass ich euch beiden Kaffee hole? Nein, er ist ein Roboter. Ich will, dass du uns Kaffee holst. Okay. Für ihn koffeinfrei. Okay.